Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benjamin. Willkommen zurück zu einem Squad Builder Battle mit der Optimus Prime Icon Lothar Matthäus an einem Samstag mit Prime Moments. Timo und Simon von Tizi Schubert. Ich muss auch nochmal hier sagen, wir waren kurz geschockt, als wir die Nachricht bekommen haben bei WhatsApp, dass du den Prime Matthäus spielen wolltest. Hat Timo nochmal nachgefragt. Prime? Fragezeichen. Dann bist du zum Glück zur Besinnung gekommen und hast den Prime Moments genommen. Finde ich sehr gut, Benji. Deine Lernkurve ist sehr gut. Alles für euch. Ja, nachdem ich so viel diskarde, kann ich mir die auch immer so gut leisten. Das ist wirklich easy peasy, was momentan abgeht. Also gut, bist ja eh Millionär, von daher juckt es dich auch eh nicht. So ist es, Freunde. Deswegen würde es mich trotzdem freuen, wenn ihr einen Like da lassen würdet. Wir machen SBB heute anders. Wir starten im Mittelfeld, bauen erst das Mittelfeld zusammen, gehen dann in den Sturm und danach in die Verteidigung, dass wir mal ein bisschen was anderes haben als sonst. Das ist ein typischer Benji-Move, ja. Alter. Bei Tizi kam auch eine Folge online, links in der Videobeschreibung, checkt es gerne aus, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, wir halten rein. Legt los. Okay, rechter ZM bei mir wird, warum lacht ihr? Weil auf unserem Board irgendwo oben noch, wo wir gerade das Ding gedreht haben, was ein gekritzeltes da rum ist. Ja, so konnte ich es nicht gemacht haben. Doch, ich hab so geguckt. Ich hab so rumgeschrien. Ich hab jetzt auch Internet. Wisst ihr, was Opa will? Oh mein Gott, was ist das? Marco Reus. Ja, ich hab's eigentlich so rumgeschrien. Headliner Barella. Smith und Foden ohne Hoden. Mit dem langen Hoden, ja, so wie Simon? Ja. Ah ja, cool. Mittelfeld steht. Ich durfte bei euch 3 Karten aufschreiben. Also es ist wirklich blindes Gerate, aber es ist ja immer so, wenn man mit einem Icon anfängt. Gut. Das ist ja immer so, ne, wenn man mit einem Icon anfängt. Deswegen spielen wir links Freddy Ljungberg. Eine Hero. Im Mittelfeld spielen wir Kravensbirsch. Der Kravensbirsch. Backhuis. Hab ich aufgesehen mit Martinelli, Kroos und Sané. Okay, wir gehen in den Sturm. Gehen wir in den Sturm rein, Freunde, wunderbar. Oh, bei dir drei? Ich sag dir, ich halt rein, ne? Weil ich glaube, ich übernehme auch die komplette Verantwortung dafür, dass ich jetzt von den 3 Stück da vorne 2 Stück safe habe. Okay, ich bin sehr gespannt. Kann sein. Ich habe ein bisschen auf Risiko gebaut und es ist halt noch nie so gewesen, dass wir erst Mittelfeld, dann Angriff gemacht haben. Ich fange mit linken Flügel an. Man of the Match Timo Werner. Im MS Future Star. Wird's. Und rechter Flügel Leveling Future Star. Ja, gab viel. Wir waren eigentlich am Anfang ziemlich eingeschossen auf Müller. Dann habe ich gedacht, du machst aber ganz clever und gehst links mit Diaby, in der Mitte mit Nkunku. Geiler Typ nämlich. Und rechts dann Gnabry. Darfst du behalten. Boah, Baby! Ich werde euch auseinandergenehm haben danach. Ich halt rein. Ich war sehr verwirrt vor euch, bei euch. Alles klar. Mit holländischer Liga und sowas. Ja, im Sturm spielt Player of the Month Cristiano Ronaldo. Oh, ich wusste es. Hast du mal aufgeschrieben, geht davon aus? Natürlich nicht. Wie immer. Ich sage immer, ich wusste es. Aber irgendwie habe ich das halt im Gefühl. Aber macht nicht, ich verstehe. Und dann haben wir noch einer im Sturm. Theoretisch hätten wir da gar niemand mehr gebraucht, aber wir haben das Bergschweinchen genommen. Wer? Hat er safe, ne? Ja. Bergwein. Wer ist das? Bergwein. Ja. So, Maxime. Habe ich aufgeschrieben? Und im Sturm Silla. Keine Ahnung, irgendeine Holländer-Karte aus von der Saison erspielbar, keine Ahnung. Gut. Ach, gut. Mann, aber ja, ich dachte mir schon, als ob die jetzt einen Bergwein spielen, weißt du, was ich meine? Ja, guck dir den Bruder mal an. Sieht gar nicht schlecht aus, ne? Ja, theoretisch hätten wir, wie gesagt. Ja, ist der nicht 85er-Info? Ja, aber sieht nicht schlecht aus. Wir hätten theoretisch, wie gesagt, da keiner mehr spielen müssen, aber dachte man halt so beim Bauen, ne? Und damit sind wir schon durch. Ja, wie wollten die denn sonst linken? Du hättest ja vorne was anderes hinstellen können. Scheiße. 2 Premier League, perfekt. Schwierig zu linken. Aber so ist doch gut. So steht doch alles. So ist doch. Gut, dann treffen wir uns hinten. Das ist nämlich Homo-Shit. Mach mal die Außenverteidiger. Ey, Simon, ich hab ja super Alkohol mit dem Grün und Blö. Der kann immer nur mal reden, ne? Ja, das ist der Typ. Wir haben. Ich habe ein Auge. Okay. Soll ich halten rein? Ja, halt rein, komm, ne? Ich halt rein. Wir spielen, könntest du haben, Masraoui. Und links steht Premier League. Eine rote Karte, Robertson. Schon sehr einfallslos, rechts Masraoui zu spielen. Ja. Aber du hast das nicht aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe Kappa aufgeschrieben und Regulion. Alter, die gehen ja mit dem vollen Team. Was soll denn das? Bei dir war es jetzt aber auch schwer, weil wir haben 2 Spieler aufgeschrieben. Du brauchst eigentlich nicht so, aber wir sind immer noch auf deinen Barella gespannt, was du da feierst, deswegen. Ja, der hat auf jeden Fall noch ein Hühnchen zu rupfen, der Barella, auf jeden Fall. Aber ich dachte heute wirklich, ich bin ein bisschen. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ich bin ein bisschen risky unterwegs heute, Freunde. Okay, Linksverteidiger. Ich wollte mich eigentlich schützen und den Mann nie wieder spielen, aber es ist leider wieder soweit. Nico Schulz. Der Selbstschuss ist fehlgeschlagen. Oder vielleicht schützt ihr mich ja davor. Und Rechtsverteidiger, auch ganz langweilig, Info Meunier. Ja, okay, den Hammer. Aber hätte ich denn gedacht, dass du so baust? Links war natürlich Raum, Günther oder Schulz, haben wir mal Raum genommen. Und rechts war nur
Mounier da. Aber ich glaube, aus aktuellem Anlass sollten wir da vielleicht erstmal noch nicht unseren Joker ziehen, oder? Was sagst du? Weil ich meine, über außen ein Joker ist schon immer, also so ein ja, Bronzekart, aber guck mal, wir haben schnelle Spieler. Er hat vorhin auch einen Bronzetorwart da gehabt. Ich sag eher, wir kriegen, glaube ich, in der Mitte noch einen Joker, weil was feiert er? Ich finde gute Dinge. Gut. Lass mal pokern, Digga. Lass mal pokern. Bronzemann, dann normale hin. Normale Bronzemann. Oh Gott, okay, gut, dann machen wir die Innenverteidiger, ey, scheiße. Wunderbar, seid ihr ready? Ja. Okay, ihr miesen Schweine. Jetzt wird's wirklich fuchsteufelswild. Eigentlich gar nicht. Ne? Aber wir sind mal durchgegangen. Klar, dass wir uns einen Joker jetzt nicht genommen haben, ist halt ein bisschen gepokert, aber gehört auch mal dazu bei so einem Format. Es gibt ja sau viele. Ja, aber ihr wisst halt wirklich einfach, welche Liga ich gehe. Genau. Und das nervt mich jetzt schon gerade. Also es war schon dumm von mir. Ich habe es jetzt gerade wirklich gemerkt, als ich hier gerade nochmal gesessen habe und reflektiert habe. War schon dumm von mir. Aber du kannst Glück haben. Ja. Ja, ist halt wirklich, die Chance ist schon da, dass du durchkommst. Aber ich würde sagen, wir stellen als erstes nicht rein, mal als erstes reinhalten, genau. Was für eine Liga hast denn du aufgeschrieben? Das würde mich mal interessieren. Ja, soll ich jetzt sagen, dass es noch ändern können? Nee, ich stell rein. Ich bin, dann, okay, dann, La Liga. Gut, dann bist du komplett falsch, weil wir spielen Bundesliga. Wir spielen L'Arcois, den neuen Hernandez und ein neuer. Ich habe noch keinen Joker benutzt, ne? Hä? Nee. Ist halt schon scheiße, wenn dann der Torwart auf der Liste hier steht. Süle, Klostermann und Neuer. Fuck! Und da kommt ein schöner Stürmer ins Tor rein, Baby! Ja, Gunners! Ja, Gunners! Und dafür werde ich auch gleich flöten gehen, aber immerhin Gerechtigkeit. Justice, dumm, Baby! Neuer war so dumm. Okay, wir halten rein. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich direkt Karma. Oh, ich krieg wahrscheinlich Karma. Ich hab echt Angst. Es gab verschiedene Möglichkeiten. Bonucci, so Italien, Barella. Nee, nicht hier diese anderen Typen. Und wenn ich mir überlege, war das schon sehr offensichtlich, wenn ich einfach mit einer Hero gehe, und zwar Cordoba. Den habt ihr 100% aufgeschrieben. 100%. Dazu Koulibaly und im Tor Fantasy Fuzziri. Ja! Ich hab gesagt, wir sind da! Stark, Alter. Du kannst Cordoba rausmachen, da hat Timo drauf bestanden. Ich habe auf Bonucci bestanden. Man muss sagen, Koulibaly hat keiner gehabt. Ja. Und Sirigu war ein gemeinsames Projekt. Also auch ein Stürmer ins Tor, mein Freund. Oh mein Gott, was für ein Scheißdreck. Warum nehme ich denn Sirigu? Ich kann jeden anderen einen Torwart nehmen, Mann. Warum haben wir bei unserem Ding verloren? Ich hätte jeden Torwart aus der Liga nehmen können. Das war's absolut komplett. Gut, Freunde, dann machen wir die Teams jetzt fertig. Und ihr werdet wahrscheinlich absolut ein tolles Gameplay zu sehen bekommen, weil das für beide einfach der Krampf des Jahres wird. Hola, mi gente. Osa, da kommen wir. Estasa, el Fruguel, Iso Benji, Mr. Long Schwung. Ehren. Beide keinen Torwart. Ich krieg die Krise. Komm, schieß mal. Nein! Es geht schon wieder los. Loda! Es geht schon wieder los. Unser Lodi kann die doch. Denk dran, da hat noch keine IV. Es fühlt sich an, als ob wir FIFA 20 wieder spielen mit nach außen rennen und in L1 Dreieck. Ohne Witz, ne? Richtig, Simon, richtig. Und in dem Tempo bitte weiter. Oh, Mann. In dem Tempo weiter. Ich hasse es. Ich schwör's dir, der macht gegen dich kein Tor. Hab bei Tipico gesetzt. Ist nur ein Willi? Ist nur ein Willi? Guck, wie der Formel 1 fährt. Ist nur ein Willi? Was ist das denn für eine Verarsche? Pest, Digga. Was ist denn dieses L1 Dreieck, hä? Ganz großes Kino. Nein. Ja! Wunderbar! Scheiße! Und jetzt ist 5 Minuten Wasser. Und jetzt ist 5 Minuten Wasser. Ja, perfekt. Guck dir das... Ach, Digga, es ist so... Ja! Das ist so lächerlich. Ja! Ja! Guck mal, das ist doch unglaublich, wie die da stehen. Das ist wieder keine Chance, einen anzuvisieren. Hast wieder keine Chance. Bergschweinchen. Den hat er vorhin noch ausgelacht. Ja, der macht sie. Scheiße. Marco! Ja! Lächerlich, wirklich, wie der spielt. Scheiße. Ja! Ja, Timo! Ja, Timo! Ja, Timo! Es ist was Persönliches! Gibt's doch gar nicht. Es gibt's doch gar nicht. Kassala dahin im Tor. Timo, bist du noch da? Hallo? Hallo? Ey! Ja. Nein! Nein! Ja! Nein! Nein! Ja! Nein! Ja! Oh no. Ja! Ja!
Schöne Animation, die die PS5 dazu bietet, hat, wenn man ein Tor schießt am Ende. Oh nein. Ja! Rote Karte! Rote Karte! Rote Karte! Rote Karte! Ist keine. Und alle waren auf die Linie, die wir haben. Ja! 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 Was ist das für ein Spiel? Ja! Was ist das für ein Game? Ja! Was ist das für ein... Warum gibt es keine Rote? Warum gibt es keine Rote? Was ist das für ein Spiel, Alter? Ist das ganz schön wirklich? Ja! Gespielt. Frag ich dazu, dass der da reingeht. Ich wusste es. Guck dir das an, wie lächerlich, ja! Wie lächerlich das ist, Digga. Es ist so lächerlich, wie oft soll ich denn noch an den Ball kommen? Ich kann nicht mehr, Mann. Und da läuft er wieder. Da läuft er wieder. Nein! Da ist der Druck zu hoch! Es ist so verkauft, Digga. Es ist wirklich so verkauft, Digga. Es ist verkauft, ne? Es ist einfach verkauft. Jetzt geht's Elfmeterschießen, Digga. Ach du Scheiße. Halten die überhaupt was? Schießt aber nicht in die Mitte, ne? Was sie machen? Ja! Reiß dich jetzt zusammen! Ja! Das ist kein Tor bei dem Tor. Boah! Richtig. Nein! Nein! Es geht einfach nur um die Ehre, Digga. Du bist ein Macher am Elfmeterschießen. Der kann keine Elfmeter. Der kann sie nicht. Ja! Scheiße. Simon, komm, erst letzte Schütze. Grafensberg, deine Zukunft, Junge. Nicht in die Mitte, mach wirklich. Ja! Was war denn das, Digga? Ich wollte ehrenlos oben in die Ecke reinschweißen. Bist du kein Nut? Ja! Ich wollte ehrenlos oben ins Eck reinballern. Digga, es geht um so viel Ehre! Ich glaub's nicht! Das gibt's doch nicht, Mann! Das gibt's doch nicht! Die können die nicht halten! Ja! Jetzt, Simon! Wir sind beim Tor wieder! Der Tillmann kommt! Ja! Was willst du machen? Digga! Ja! Wer schießt jetzt wieder bei euch? Schieß nicht unten links. Ja! Der Herr, oh mein Gott! Das war's. Selber schießt der Welt! Das war's. Der eine war zwar arrogant. Das war das intenseste Spiel, was ich jemals im SBB gespielt habe. Dieses SBB wird in die Geschichte eingehen, wie damals das Skill-SBB. Warte mal. Kann man so arrogant sein, wirklich? Ich wollte den einen so schön über eins so Eck nachlet. Kann man so arrogant sein, wirklich? Verzieht er den aber auch? Ja, wir haben umgestellt. Ja, ich muss mich gerade erstmal sammeln. Komm, wir nehmen einfach LM. Wow. Oh. Ja, was heißt das? Aber auch. Ja. 600.000. Hernandez. Jawohl. Auch wenn es das Spiel nicht verdient hat, wenn dann einer euer Innenverteidiger von den Söhnen, weil ich auch nur mit einem gespielt habe. Ich kann nicht mehr, ne? So, ich nehme mal die SWB zusammengekriegt. Gold-Upgrades gibt's auch nicht mehr. Perfekt, der ist weg, ne? Alter, was war das für ein Spiel? Bin gebrochen. Elfmeter, dachte ich, war mir zu sicher. Ich kann schön oben reinnageln. Bin gebrochen. Wohl zu viel. Freunde, vergesst nicht, dieses SWB zu bewerten und das euren Kindern zu zeigen. Was anderes kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich bin ausgelaugt für den Rest des Tages. Tschüss. Bade in meinem eigenen Schweiß. Tschüss. Macht's gut, Freunde. Ciao. Ciao.